Virginie, je vis depuis 20 ans dans le Vorarlberg et je m'y sens bien. Ich heiße Virginie, komme aus Frankreich, wohne schon 20 Jahre in Vorarlberg und ich fühle mich wohl. Ich möchte auch ein bisschen was Positives auch sagen. Ich sehe auch Gesichter, die mich seit längerem kennen. Ich sollte nur zwei, drei Sätze reden, aber als Französin ist schwierig. Ich versuche trotzdem. Ja, mein Leben lang bin ich eine überzeugte Europäerin. Ich denke, dass, wie es vorher gesagt worden, wir dürfen nicht vergessen, Europa sind wir. Hinter den guten wie den schlechten Entscheidungen stehen wir. Und daher ist es ganz wichtig, wählen zu gehen, aber auch in jedem Tag einfach an die andere zu denken. Mein Herz gehört Frankreich und Österreich gleichzeitig. Ja, ja, ist möglich. Kann man. Frieden und Mobilität ohne Grenzen waren die Grundsteine der EU. Es ist ein bisschen vergessen worden, aber es sollte es wieder werden. Zusammen sind wir stark, auch mit anderen Kulturen außerhalb Europa. Versuchen, den anderen, den Fremden kennenzulernen, zu verstehen, ist der einzige richtige Weg, um gemeinsam zu leben. Ich möchte mit euch offen zueinander sein. Ich möchte auch nächste Woche eine engagierte Bürgerin für ein Europa für alle sein, aber auch jeden Tag weiter. Danke. Hallo und guten Abend alle mal. Mein Name ist Ada Steininger und ich komme aus Nederland. Also, ich nehme an, ihr habt es verstanden. Okay. Ja. Ich bin seit 45 Jahren jetzt in Österreich, in Vorarlberg, habe so total meinen Lebensmittelpunkt hier. Warum ich wähle gehe, warum es mir trotzdem und jetzt erst recht wichtig ist, dass ich wählen gehe, habe ich kurz zusammengefasst. Ich gehe zur Europawahl, weil ich der Meinung bin, dass es in meiner und in uns aller Verantwortung liegt, Österreich in den europäischen Gremien eine starke Stimme zu verleihen. Eine starke Stimme, die Sorge trägt für Menschlichkeit, für Demokratie, für Sinnhaftigkeit und für nachhaltige Lebensqualität. Für alle Menschen, für die, die schon hier sind, für die, die gerade erst gekommen sind und für die, die noch kommen werden und die guten Willens sind. Dankeschön. Hallo miteinander. Ich bin Deutsche. Mich kann man gut verstehen. Ich heiße Marion Josek und bin seit 10 Monaten im Ländle. Versuche hier Heimat zu finden, bin beruflich hier gelandet und versuche mich zu integrieren und bin auf dem besten Wege dazu. Und ich bin engagiert, ich engagiere mich bei den Sonntagsdemos und ich möchte euch gerne ermutigen, groß zu denken, für Europa zu denken. Mir ist es ein großes Anliegen. Ich muss noch oder ich habe schon Briefwahl gewählt in Deutschland. Und ich möchte euch hier wirklich ermutigen, zur Wahl zu gehen. Ich bin Deutsche und ich mache es kurz. Hallo, guten Abend. Mein Name ist Andrea Peter Nesabo. Jó estét kívánok. A nevem Peter Nesabo Andrea. Köszöntöm kedves honfitársaimat, akik jelen vannak. Ich bin aus Ungarn, lebe seit 16 Jahren mit meiner Familie in Vorarlberg. Meine Kinder sind hier aufgewachsen, noch näher dran, okay? Haben Sie jetzt gar nichts verstanden? Doch, super. Ja, seit 16 Jahren lebe ich mit meiner Familie in Vorarlberg. Meine Kinder sind im Kindergarten, in der Schule, überall sehr gut aufgenommen worden und dafür bin ich dankbar. Ich bin dankbar, dass ich die Möglichkeit, die freie Möglichkeit habe, wo ich leben darf. Und
Meine Ursprung her bin ich Ungarin, aber ich fühle mich viel, viel mehr als Europäerin. Wir leben in Europa und wir haben gemeinsame Ziele, Menschenrechte, und dafür sollten wir einstehen und wählen gehen. Vielen Dank. Danke.